Drohnen haben mit ihren Flugkünsten und ihrer fortschrittlichen Technologie die bemerkenswerte Fähigkeit, Szenen und Ereignisse einzufangen, die aus herkömmlicher Sicht oft als unglaublich gelten. In unserem heutigen Video zeigen wir einige der besten Dinge, die Drohnenkameras eingefangen haben. Nummer 10. Taihang Berg. Der Taihang Wuxi Mountain im Taihang Red River Valley liegt im Kreis Shaxian in der Provinz Hebei und ist ein wunderschönes Ausflugsziel. Dieses geografische Wunderwerk, das durch die Linse einer Drohne aufgenommen wurde, enthüllt seine malerische Schönheit im Wechsel der Jahreszeiten. Die Topografie des Taihang Wuxi Mountain wandelt sich mit jeder Jahreszeit und zeigt im Sommer leuchtendes Grün, das sich in den Herbstmonaten in einen atemberaubenden roten Wandteppich verwandelt. Die Luftperspektive der Drohne fängt die beeindruckende Schönheit der Hänge und Täler ein und bietet ein visuelles Spektakel der kaleidoskopischen Veränderungen der Natur. Im Einklang mit dieser natürlichen Pracht spiegelt das örtliche Dorf den typischen Taihang-Architekturstil mit seinen Steinöfen und Lehmmauern wider, die zum authentischen Ambiente der Region beitragen. Nummer 9. Bauern retten das Feld. Inmitten der alljährlichen Waldbrände, die Colorado im Sommer heimsuchen, hat ein widerstandsfähiger Bauer in Weld County, etwa eine Stunde nördlich von Denver, mutig gehandelt, um seinen Besitz zu schützen. Der Landwirt, der von einer Drohne in einem Video festgehalten wurde, pflügte in einem mutigen Versuch, um die sich schnell ausbreitende Feuersbrunst einzudämmen, eine Feuerlinie in seinem Heufeld. Aufgrund der Trockenheit und der starken Winde stellen diese Waldbrände eine ernsthafte Bedrohung für Häuser und Lebensgrundlagen dar. Die Intensität der Situation wird in den Aufnahmen deutlich und unterstreicht den Ernst der Bemühungen der Bürger, die Brände einzudämmen. Das Pflügen der Feuerlinie, das im Video zu sehen ist, verdeutlicht die Gefährlichkeit dieses Unterfangens. Bei dieser Aufgabe ist äußerste Vorsicht geboten, denn der Landwirt läuft Gefahr, von den Flammen überrollt zu werden, von Rauch umgeben zu sein und gegen den Mangel an Atemluft zu kämpfen. Nummer 8. Vermisste alte Dame. In Asheboro, North Carolina, hat die Suche nach einer vermissten 81-jährigen Frau mit Demenz dank des Einsatzes einer Polizeidrohne ein herzerwärmendes Ende gefunden. Als die Behörden gegen 11.30 Uhr auf den Anruf reagierten, setzten sie K9-Einheiten und eine Drohne ein, um das schwierige Gelände, insbesondere ein Maisfeld, zu durchforsten. Weniger als eine halbe Stunde später fand Officer Adam Kroll-Fiefer die Frau, die als Mary Brown identifiziert wurde. Glücklicherweise erlitt sie während ihres kurzen Verschwindens keine ernsthaften Verletzungen. Sheriff Robert A. Graves bedankte sich für die sichere Rückkehr der Vermissten und betonte die positiven Auswirkungen des noch jungen Drohnenprogramms. Nummer 7. Verlassene japanische Insel. Die Insel Hashima, umgangssprachlich auch als Battleship Island bekannt, ist ein ergreifendes Denkmal der industriellen Vergangenheit Japans und eine faszinierende Drohnenreise enthüllt die eindringlichen Echos ihrer Geschichte. Die Insel vor der Küste Nagasakis war zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein pulsierendes Zentrum des Kohlebergbaus und beherbergte eine lebendige Gemeinde, die schließlich in den 1970er Jahren aufgegeben wurde. Das Objektiv der Drohne fängt die Trostlosigkeit ein, die heute die Landschaft prägt, und zeigt verfallene Gebäude, Überreste der industriellen Infrastruktur und die unerbittliche Rückgewinnung der Inselränder durch das Meer und die Natur. Aus der Luftperspektive erhält der Betrachter einen einzigartigen Blickwinkel auf die melancholische Schönheit des Verfalls, der ein eindrucksvolles Bild einer einst blühenden Gemeinde zeichnet, die in der Zeit stehen geblieben ist. Nummer 6. Meerjungfrau gesichtet. Meerjungfrauen, verführerische und geheimnisvolle Wesen, sind seit Jahrhunderten Gegenstand von Faszination und Überlieferungen. Bis vor kurzem gab es keine Beweise für die Existenz von Meerjungfrauen.
Doch eine Drohne hat uns vor kurzem einen Blick auf eine Meerjungfrau mit wallendem roten Haar und einem faszinierenden grünen Schwanz geschenkt, die anmutig durch die reißende Strömung eines Flusses schwimmt. Die Aufnahmen fangen nicht nur das Typische dieses mythischen Wesens ein, sondern beflügeln auch die Fantasie derer, die an die zauberhafte Anziehungskraft von Meerjungfrauen glauben. Das Video, das die lebendigen Merkmale der Meerjungfrau durch die Linse der Drohne zeigt, entfaltet sich wie eine Szene aus einem fantastischen Märchen. Aber wie bei jeder außergewöhnlichen Sichtung kommt auch hier Skepsis auf. In Online-Diskussionen werden Fragen über die Echtheit dieser bemerkenswerten Aufnahmen gestellt. Nummer 5. Der verlorene Wanderer. Der schottische Bergsteiger Rick Allen wurde 2018 von einer Drohne gerettet, nachdem er bei einer Solo-Besteigung des Broad Peak im Himalaya abgestürzt war. Die Drohne wurde eingesetzt, nachdem ein Mitarbeiter des Basislagers Allens Kletterrucksack entdeckt und ihn in dem tückischen Gelände erfolgreich geortet hatte. Sherpas und Bergsteigerkollegen konnten den 65-Jährigen retten, der seit 36 Stunden in einer Höhe von 8.047 Metern vermisst wurde. Die Drohne, die von den Brüdern Andrzej und Bartek Bargil gesteuert wurde, erreichte eine beeindruckende Höhe von mehr als 8.400 Metern. Trotz kleinerer Verletzungen wie Schnittwunden und Erfrierungen wurde Allens Leben durch den bemerkenswerten Einsatz der Drohnentechnologie gerettet. Dieser Vorfall folgt auf andere Fälle, wie die Rettung von Schwimmern in Australien durch eine per Drohne abgeworfene Rettungskapsel im Februar desselben Jahres. Nummer 4. Riesiges Sinkloch mitten auf einem Bauernhof. Die Konya-Ebene in Zentralanatolien kämpft mit der alarmierenden Ausbreitung von Erdfällen, die Anwohner und Landwirte beunruhigen, weil sie das plötzliche Auftauchen dieser geologischen Gefahren fürchten. Die fast perfekt runden Formen und tiefen, senkrechten Wände der Erdfälle sind oft zwischen 10 und 30 Metern breit und 30 bis 40 Meter tief. Diese Höhlen, die das fruchtbare Plateau übersäen, stellen eine große Gefahr für Mensch und Vieh dar. Natürliche Faktoren wie Dürreperioden, die den unterirdischen Wasserspiegel senken, tragen zur Entstehung der Dolinen bei. Darüber hinaus haben menschliche Aktivitäten, insbesondere die intensive Bewässerungslandwirtschaft, ihr Entstehen beschleunigt. Die Verlagerung von der traditionellen Schafweide zur Rinderzucht und zu wasserintensiven Ackerflächen verschlimmert die Situation weiter. Um diese Umweltkrise zu bewältigen, wird vorgeschlagen, illegale Brunnen zu schließen und auf Kulturen mit geringerem Wasserverbrauch umzusteigen. Nummer 3. Drohne fängt seltene Sichtung am Florence Sea ein. David Husted, ein Zuschauer von Fox 26 News, nutzte kürzlich die Gelegenheit, außergewöhnliche Drohnenaufnahmen am Florence Lake zu machen, die das seltene Spektakel der über die Hochwasserentlastungsanlage stürzenden Wassermassen enthüllten. Bemerkenswerterweise stellte David fest, dass er ein solches Ereignis seit etwa 45 Jahren nicht mehr beobachtet hatte, was die Einzigartigkeit dieses Vorkommnisses unterstreicht. Die Drohnenaufnahmen, die eine ganz besondere Perspektive bieten, unterstreichen die Bedeutung dieses einmaligen Ereignisses am Florence Lake. David bedankte sich für die Anwesenheit seiner fähigen Drohne und betonte, dass sie bei der Dokumentation dieser bemerkenswerten Szene eine wichtige Rolle spielte. Das Filmmaterial ist nicht nur eine visuelle Hommage an das seltene Ereignis, sondern trägt auch dazu bei, die Naturwunder zu würdigen, die sich unerwartet in unserer Umgebung entfalten können. Nummer 2. Shaolin Football. In einem fesselnden Spektakel zeigten 26.000 Schüler in einer großen Aufführung in Zentralchina ihre Kampfkünste. In leuchtend roter und schwarzer Kung-Fu-Kleidung demonstrierten diese jungen und energiegeladenen Kämpfer die fesselnde Kunst des Shaolin Kung-Fu, eines ehrwürdigen und berühmten chinesischen Kampfkunststils.
Die große Gruppe von Schülerinnen und Schülern vollführte komplizierte akrobatische Kunststücke und ordnete sich mit bemerkenswerter Präzision und unter einem einzigen Kommando nahtlos in verschiedene Formationen ein. Die beeindruckende Vorführung fand am Fuße des Songberges statt, dem alten Sitz des Shaolin-Tempels, einem buddhistischen Heiligtum mit einer über 1500 Jahre alten Geschichte. In einem Video, das von Modern Express aufgenommen wurde, zeigten die SchülerInnen eine synchrone Darbietung von Sprüngen, Schlägen, Tritten, Griffen und Stangenkämpfen. Ihr Repertoire umfasste anspruchsvolle Aerobik, Manöver in der Luft und Landungen in Formationen, die an menschliche Pagoden erinnerten. Inmitten dieser dynamischen Vorführung dirigierte ein einsamer, weiß gekleideter Kung-Fu-Meister die Vorführung von einem zentralen Punkt aus. Seine Kommandos leiteten die Schülerinnen und Schüler, die sich nahtlos aufeinander zubewegten und wieder auseinandergingen, sodass eine atemberaubende visuelle Symphonie entstand, die an eine menschliche Welle erinnerte. Diese außergewöhnliche Ausstellung zelebrierte nicht nur das reiche Erbe des Shaolin Kung Fu, sondern demonstrierte auch die kollektive Disziplin, das Können und die Hingabe der teilnehmenden SchülerInnen in beeindruckendem Ausmaß. Nummer 1. Fischige Überraschung. Das neueste Spektakel sind Tausende von Fischen, die anmutig vom Himmel stürzen. Die Utah Division of Wildlife Resources hat auf Facebook ein fesselndes Video geteilt, das zeigt, wie ein Flugzeug unzählige Fische in einen See in Utah entlässt, um den Fischbestand in den Hochgebirgsseen zu erhöhen. In der Bildunterschrift wird versichert, dass man sich durch die Sichtung von Fischen aus der Luft in den abgelegenen Seen Utahs nicht beunruhigen lassen soll. Das Filmmaterial zeigt, wie die Fische anmutig aus einem Loch im Boden des Flugzeugs fallen, während es über den See fliegt. Bemerkenswerterweise ist der Vorgang für die kleinen Fische relativ harmlos. Mit dieser Methode aus der Luft wird sichergestellt, dass über 200 der abgelegenen Bergseen Utahs ihren jährlichen Fischbestand erhalten. Was war für dich das faszinierendste Drohnenvideo? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Wenn du das Video magst, gib ihm einen Daumen hoch. Wenn du mehr Videos sehen möchtest, die wir gemacht haben, klicke auf eines auf dem Bildschirm oder sieh dir unseren Kanal an. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.